Diese Sicherheitsmänner fangen regelmäßig Kobras und Pythons in unserer Anlage. Das ist stinknormal für sie, aber das Tier, was wir in unserem Haus hatten, wollten sie nicht fangen. Wir sind Juni 2020 von Deutschland nach Malaysia gegangen. Geplanter Umzugsdatum war eigentlich März 2020. Das konnten wir natürlich nicht machen und wir mussten dann bei meinen Schwiegereltern für 3 Monate einziehen. Dann haben wir die besondere Genehmigung bekommen, dass wir nach Malaysia gehen durften. Dann waren wir in unserem Haus und wir durften für die ersten 2 Wochen das Haus nicht verlassen. Glücklicherweise hatten wir wunderbare Nachbarn. Sie haben uns sehr viel geholfen. Jeden Tag neue Obstarten uns über den Zaun gegeben, auch wo ich ständig am Ausflippen war wegen Ameisen, Eidechsen, Kakerlaken und alles Mögliche in unserem Haus, hat der Mann, der heißt Christopher, er hat mir einheimischen Tipps gegeben, die nichts gebracht haben, aber die sehr freundlich waren. Also das hat uns sehr geholfen. Nach diesen 2 Wochen konnten wir dann endlich raus. Und da kam, würde ich schon sagen, unser erster Kulturschock, den wir auch ohne Covid gehabt hätten. Aber mit Covid war das viel, viel krasser, weil wir so stark aufgefallen sind. Wir wohnen nicht in der Hauptstadt, wo wir überhaupt nicht auffallen. Wenn wir dort sind, dann schaut uns keiner an. Da ist es normal, Leute aus Europa oder USA zu sehen. Aber wir wohnen 2 Stunden von der Hauptstadt entfernt. Hier sind, glaube ich, 10 Ausländer. Damals, während Covid, konnte keiner rein in Malaysia. Und deswegen war es hier überhaupt nicht normal, Leute so wie wir beim Einkaufen zu sehen. Da haben uns alle angestarrt und teilweise gefragt, wo kommt ihr her, was macht ihr hier, wie kann es sein, dass ihr hier seid, weil wir eben eigentlich nicht hätten hier sein dürfen. Teilweise am Anfang mussten wir unsere Pässe herzeigen, dass wir diese besondere Genehmigung hatten, hier einreisen zu dürfen, dass wir eben diese ersten Quarantäne für 2 Wochen in unserem Haus gemacht haben. Das war sehr schwierig für mich, ständig angeschaut zu werden. Inzwischen bin ich es gewohnt, inzwischen fallen wir nicht mehr so stark auf. Aber da die einheimischen Kinder sehr mögen und sehr offen sind mit ihrer Zuneigung und wir haben 2 Paar Zwillinge, das heißt, es kommt schon vor, dass Leute uns anstarren oder sogar ansprechen oder teilweise auch Fotos machen, ohne uns zu fragen. Tun wir uns schon schwer, uns daran zu gewöhnen oder beziehungsweise das zu akzeptieren. Einheimische Freunde machen immer Witze, dass ich irgendwie Tiere anziehe, dass ich mit meiner Anziehungskraft irgendwie alle Tiere und Insekten herrufe. Ich habe jedes Mal, wenn ich frage, ist das normal, ist das normal, sagen sie immer nein. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet du diese Erfahrung machst, aber für uns ist das nicht normal. Wir haben in einem Haus gewohnt, wo wir wahnsinnig viele Ameisen, Eidechsen, Kakerlaken hatten. Dann haben wir auch einmal die Erfahrung gehabt, es war kurz danach unser 2. Paar Zwillinge auf die Welt gekommen sind. In der Nacht war ich wach, um die zu stillen. Irgendwann habe ich so ein Geräusch in der Küche gehört und habe meinen Mann dann aufgeweckt und gesagt, da ist irgendwas. Und er hat so gemeint, nee, also ich war gerade in der Küche, ich bin gerade erst ins Bett gekommen und da draußen war nichts. Und dann ein paar Stunden später höre ich nochmal dunk, aber dieses Mal gegen die Schlafzimmertür. Und dann war ich so, du musst jetzt sofort aufstehen, weil da ist irgendwas. Dann ist er rausgegangen, ein paar Minuten später kam er zurück und hat gemeint, du hast recht, da ist irgendwas. Da ist ein bisschen Urin auf dem Boden und da sind auch irgendwelche Töpfe auf den Boden geschmissen worden. Aber ich weiß nicht, was es ist, finde nichts. Und dann war ich so, oh mein Gott, wir sterben jetzt alle gleich. Dann ist er nochmal rausgegangen. Ein paar Minuten später hat er mir dieses Bild geschickt. Und das ist eine Civet-Katze, so heißt es auf Deutsch. Auf Englisch heißt es Civet und auf Malaysisch heißt es Musang. Dieses Tier ist bekannt, weil hier ist das Tier Kaffeebohnen. Das, was er danach ausscheidet, wird dann als Kaffee verwendet und es hat so einen besonderen Geschmack. Es ist super, super teuer und deswegen ist dieses Tier bekannt.
Wir haben das Civet-Kaffee als Geschenk bekommen, aber wir haben uns nicht getraut, das zu trinken, weil das uns irgendwie so unheimlich vorkommt. Mein Mann hat dann schon versucht, das Tier alleine rauszukriegen, aber es hat er nicht geschafft, weil das Tier sich einfach so in die Ecke gedrängt hatte. Irgendwann hat er ihm gesagt, er muss zu den Guards, die beim Eingang immer geblieben sind. Diese Sicherheitsmänner fangen regelmäßig Kobras und Pythons in unserer Anlage. Das ist stinknormal für sie, aber das Tier, was wir in unserem Haus hatten, wollten sie nicht fangen. Also mussten wir die Feuerwehr rufen. Die Feuerwehr ist dann gekommen, hat dann so eine besondere Zange, um das Tier dann rauszuziehen. Und es hat so geschrien. Am Anfang dachte ich, es wäre ein Baby würde schreien. Verrückt, wie laut und wie schrill. Und dann haben sie es in einen Käfig gepackt und in den Urwald gefahren, glaube ich, um das Tier freizulassen. Verrückt. Und diese Freundin, bei der ich mich immer auskotze bezüglich Tieren und Insekten und das Ganze, der habe ich einfach dieses Foto geschickt, ohne einen Kommentar. Und sie hat mir dann zurückgeschrieben, Lauren, beruhige dich, dieses Tier wird niemals in deinem Haus sein. Und ich habe geschrieben, das ist ein Bild von meinem Haus. Das Tier war bei uns im Büro. Das konnte sie nicht glauben. Das können alle Einheimischen nicht glauben, dass wir ständig diese Tiere haben. Wir haben auch viele Warans gehabt. Wir haben so oft diese Baby-Warans zu Hause gehabt. Sie versuchen überall reinzukommen. Sie klopfen ans Fenster oder sie gehen am Haus entlang. Ich ziehe die an irgendwie. In den ersten 2 Wochen haben wir dann Affen auf dem Haus vom Nachbarn. Sie haben sich die Papayas runtergeholt vom Baum und saßen da oben und haben die gegessen. Das war schön. Das war, glaube ich, 1 Woche, nachdem wir angekommen sind. Und das war wirklich schön zu sehen. Eine andere Sache, die mir hier in Malaysia sehr gut gefällt, ist, dass man im Garten sehr viel wachsen lassen kann. Zum Beispiel, wir haben einen Bananenbaum gepflanzt. Jetzt haben wir uns die erste Buschel Bananen. Ich weiß nicht, ob man Buschel sagt. Inzwischen wachsen da so 15 kleinen Bananenbäumen. Wir haben auch einen Maracuja-Baum. Da wachsen momentan so ungefähr 11 kleine Maracujas. Die sind unglaublich lecker hier. Wir haben auch Papaya-Bäume. Inzwischen haben wir, glaube ich, 5 Papayas essen können und zwischen 20 und 25 wachsen gerade. Also das ist richtig toll. Wenn man keine Obstbäume im Garten hat, kann man sehr schnell und sehr bequem mit einer App alles zu Hause bringen lassen. Die App heißt Grab. Für mich ist das so eine tolle Sache, weil wenn ich mit allen 4 Kindern nicht einkaufen gehen möchte, dann kann ich einfach schnell auf Grab unsere Lebensmittel bestellen und die werden innerhalb von 1 Stunde, maximal 2 Stunden werden sie uns geliefert. Da kann man natürlich auch bei Restaurants Essen bestellen. Wenn sie aus irgendeinem Grund nicht auf Grab sind, dann kannst du auch direkt über WhatsApp bestellen. Und so viel läuft hier über WhatsApp ab. Arzttermine werden über WhatsApp gemacht. Ich war einmal beim Arzt und er hat mir dann über WhatsApp geschrieben, dass die Ergebnisse alle sehr gut waren von dem Test, den wir gemacht haben. Auch in der Schule, wenn irgendwas ist, dann schreiben sie mich über WhatsApp an. Alles geht über WhatsApp hier. Es ist sehr, sehr bequem, aber teilweise, ich glaube, in Deutschland wäre das nichts wegen Datenschutz, aber hier ist es anscheinend kein Problem. Und das mit WhatsApp zeigt dann auch eine andere Sache, die mir sehr gut gefällt. Es ist einfach diese Spontanität oder diese sehr lockere Art. Zum Beispiel, man kriegt Arzttermine am gleichen Tag oder wenn irgendwas im Haus ist, die Klimaanlage zum Beispiel, dann kommen sie womöglich am gleichen Tag oder am nächsten Tag am Vormittag, um das zu regeln. Das ist natürlich wunderbar. Was mir auch einmal passiert ist, ist, dass die Elektrotüren am Auto nicht gescheit zugemacht wurden und dann ging die Batterie nicht mehr. Dann habe ich in dem Händler angerufen, wo wir das Auto gekauft haben. Da haben sie mich über WhatsApp angerufen und versucht, über WhatsApp Video das Problem mit mir zu klären. Und nachdem wir festgestellt haben, dass das nicht funktioniert, waren sie innerhalb von 1 Stunde hier bei mir zu Hause. Sie hatten Austauschbatterien dabei, haben sich das angeschaut und dann innerhalb, glaube ich, von 3 Stunden war die Sache erledigt und mein Auto war so gut wie neu. Ich habe dann mit einer Überweisung die Rechnung bezahlt und dann fertig. Es hat, wo ich das festgestellt habe, bis zur Überweisung waren es 4 Stunden. Kannst du dir das in Deutschland vorstellen? Diese Spontanität ist natürlich für mich was Tolles, vor allem mit den kleinen Kindern. Und
dass die Sachen schnell geregelt werden und so. Aber die andere Seite der Medaille ist dann, dass alles sehr flexibel ist. Eigentlich komme ich aus Florida und meine Großeltern von mütterlicherseits kommen aus Kuba. Das heißt, ich bin eigentlich kubanisch-amerikanisch. Wo ich groß geboren bin, haben wir immer diesen Witz gemacht: We run on Cuban time. Diese Cuban time ist eigentlich genauso wie Malaysian time unpünktlich. Du kannst damit rechnen, dass wir unpünktlich sein werden. Das ist was ganz Normales in den USA, wo ich groß geworden bin. Und dann auch hier in Malaysia, das ist einfach so. Wenn wir uns um 10 Uhr verabreden, dann kann es sein, dass die Person erst um 10.30 Uhr oder um 11 Uhr da ist. Das ist normal. Und keiner entschuldigt sich oder dem tut es auch leid oder so. Nee, das ist einfach, so funktioniert es hier. Aber ich mit meinen 11 Jahren in Deutschland, ich sehe das inzwischen jetzt anders, beziehungsweise ich glaube, ich bin einfach ein bisschen deutsch geworden in der Hinsicht, dass ich immer pünktlich sein möchte und ich will, dass alle anderen sehr pünktlich sind und ich werde dann immer genervt, wenn andere nicht pünktlich sind. Ich arbeite dran, ich versuche mich da ein bisschen zu entspannen, weil man kann das ja nicht ändern. Ich kann ja das Verhalten der anderen nicht steuern, daran muss ich arbeiten. Was mich auch hier so ein bisschen überrascht hat, war, dass hier nicht wirklich viel Wert drauf gelegt wird, draußen zu spielen. Es ist natürlich, muss man schon dazu sagen, es ist sehr, sehr heiß hier. Deswegen hörst du vielleicht die Klimaanlage, deswegen bin ich so angezogen, weil das halt jetzt gerade hat 32 Grad. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass man nicht um 12 Uhr mittags irgendwie draußen rumplanschen mag. Aber sogar Sandkasten und so, das ist hier nichts bekannt ist. Wir haben eins bauen lassen, aber der, nicht Klempner, wie heißt es, der Schreiner, ich glaube Schreiner, wusste nicht, was ein Sandkasten ist. Wir mussten ihm Bilder zeigen, mussten ihm erklären, wozu wir so eine Kiste haben wollten und dass die Kinder eigentlich sitzen oder, weißt du, sich hinhocken sollen und dann im Sand rumspielen und so. Das hat er nicht, am Anfang gar nicht wirklich verstanden. Und auch in den Kindergärten hier ist es nicht wirklich normal, dass ein Sandkasten vorhanden ist oder ein Spielplatz haben die meisten hier nicht oder überhaupt Platz draußen zum Rausgehen. Das ist hier nicht wirklich normal, wo wir wohnen. In Kuala Lumpur, wo sehr viel ausländischer Einfluss ist, das ist eine andere Sache. Aber hier, wo wir wohnen, das ist sehr malaysisch, das ist nichts. Wir haben den einzigen Kindergarten gefunden, wo sie einen Spielplatz haben, einen Sandkasten haben. Sie haben eine große Wiese, wo die Kinder dann ab und zu draußen was machen können. Sie haben sehr viele Bäume, große Bäume, die viel Schatten geben. Und das ist toll, aber das war nicht leicht zu finden. Und das ist auch die einzige Schule hier. Und die ist auch sehr europäisch angehaucht. Wir lassen unsere Kinder zum Beispiel draußen rumrennen und im Dreck spielen. Und sie haben ein Loch, was sie mit Wasser auffüllen und da mit ihren vielen Tieren und so spielen. Und unsere Nachbarn halten uns für verrückt, haben meine einheimische Freunde mir schon gesagt. Also mit deinen Kindern dürfen die Nachbarkinder nicht spielen. In ihrer Kultur legen sie einfach nicht viel Wert drauf. Das ist einfach was anderes. Wir kommen nächstes Jahr wieder nach Deutschland und ich bin schon gespannt, was mir hier fehlen wird und woran ich mich in Deutschland anpassen muss. Schauen wir mal.